Ja, also es ist ungefähr so, als würden Sie vor einer Autobahn stehen, Sie gucken immer geradeaus und die Autobahn läuft rechts von rechts nach links und die stark befahren ist, fahren ständig Autos vorbei. Dann sehen Sie zwar, da fahren viele Autos, aber wenn man Sie anschließend fragt, welche Autos sind da lang gefahren, dann werden Sie wahrscheinlich nicht sagen. Man muss also Gedanken festhalten, muss sich darauf fokussieren und darauf konzentrieren. Deswegen funktioniert Gedankenlesen so in der Form, wie sich das viele vorstellen, nicht. Ich kann Sie also beruhigen. Was ich mache, ist Gedankenübertragung. Das finde ich auch wesentlich sympathischer, weil hier braucht man zwei Leute für. Weil beim Gedankenlesen so ein bisschen intim, dass einer aktiv und der andere ist passiv. Bei der Gedankenübertragung sind beide aktiv. Das ist im Grunde so ein bisschen wie ja, nonverbale Kommunikation. Das heißt, es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger. Und das möchte ich jetzt gerne mit Ihnen ausprobieren. Das heißt, ich brauche jetzt erst einmal einen Sender. Wer hat Lust von Ihnen, mir seine Gedanken zu senden? Wir werden das aber, keine Sorge, kein Seelenstriptease. Nee. Wir werden deswegen auch uns hier reduzieren auf ein einfaches Bild. Nämlich die nächste Frage, wie denkt der Mensch? Denkt der Mensch in Worten oder denkt der Mensch in Bildern? Ich bin der Meinung, dass der Mensch eher in Bildern denkt. Wenn wir das sich selbst auch mal so vorstellen, denkt man eher in Bildern. Bei abstrakten Dingen, da kann es vorkommen, dass man, wenn man überhaupt kein Bild hat, dass man dann tatsächlich das Wort sieht. Aber meistens sind es Bilder, die man visualisiert. Und deswegen brauche ich jetzt jemanden, der Lust hat und bereit ist, an ein einfaches Bild zu denken, was er mir dann sendet. Sie, wunderbar. Kommen Sie bitte. Nee, bleiben Sie da. Ricardo. Okay. Ricardo, ich stelle Ihnen jetzt ein paar einfache Fragen, die Sie bitte nur gedanklich beantworten. Also nicht verbal, auch keine Körpersprache, also nicht oder so machen, sondern nur denken. Heißen Sie Ricardo? Ein bisschen lauter denken. Heißen Sie Ricardo? Alle anderen bitte nicht jetzt an Ja oder Nein denken. Sie denken bitte an alles Mögliche, aber nicht an Ja oder Nein. Nochmal, heißen Sie Ricardo? Heißen Sie Michael? Sie denken jetzt an ein Nein, ne? Gut. Maus. Auch jetzt bitte nicht antworten. Denken Sie an einen Gegenstand. Denken Sie an ein Lebewesen. Konzentrieren Sie sich bitte auf Ihr Bild. Alles andere verschwimmt. Sie haben nur noch Ihr Bild. Also wie gesagt, schön zeichnen kann ich auch nicht, aber... Obwohl, Sie sind auch so ein... Doch, Sie sind auch so ein Typ, würde ich jetzt sagen. Typ sind wir alle. Okay, nicht schön, aber selten. Ricardo, kommen Sie mal bitte zu mir. Und enthalten Sie jetzt mal bitte Ihr Blatt, also nur Sie das enthalten, ist doch die Brust, nicht mein Blatt hier, die Brustseite. Haben Sie? Gut. Entfalten. Na, andersrum. Okay, macht ja nicht. Bei drei gehen wir beide gleichzeitig rum. Okay, eins, zwei, drei. Also das ist das, was ich empfangen habe. Ich kann mir die Gedanken ein hervorragender Sender. Ja, auch. Einen dürft ihr gerne mitnehmen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, das muss ja schwer sein. Das ist gar nicht schwer, das können Sie auch. Wer von Ihnen hätte Lust, mal den Empfänger zu spielen? Bayer, die Gedanken. Bayer, stell dich hier einfach mal hin. Wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen natürlich noch einen Sender. Frau Langmark. Bleiben Sie da sitzen. Sie denken bitte an Ihr Bild. Konzentrieren Sie sich. Stellen Sie sich eine weiße Fläche vor, wie so eine Monitorleinwand, wo noch gar kein Kino, wo noch gar kein Film läuft. Also eine weiße Wand und nur eine weiße Fläche, auf der langsam Ihr Bild
sich materialisiert und nur ihr Bild, alles andere verschwimmt, alles andere verschwindet, nur ihr Bild erscheint auf dieser Leinwand. Und wir machen genau das Gleiche, beziehungsweise sie machen genau das Gleiche. Auch sie sehen erstmal nur eine weiße Fläche, leeren sozusagen ihre Gedanken und empfangen dann hoffentlich das, woran Frau Langmark denkt. Das kriegen wir hin. Frau Langmark, wir haben nichts abgesprochen. Ich habe nicht gesagt, denken Sie bitte an ein Auto oder so. Und ich hab auch, wir haben auch nichts abgesprochen. Ich habe gesagt, ich hole Sie nach vorne. Frau Langmark denkt an ein Auto. Wirklich nicht. Gut, wirklich nicht. Okay. Dann, schauen Sie bitte nach vorne, konzentrieren Sie sich. Sie sehen jetzt erstmal nur eine weiße Fläche. Für die anderen sieht das aus, als hätten Sie ein Brett vom Kopf. Aber, so, konzentrieren Sie sich bitte. Ich entferne das langsam. Wenn Sie sehen, dass sich irgendwas materialisiert, sagen Sie bitte Stopp. Bitte konzentrieren. Stopp. Gut, dann zeichnen Sie dann bitte schnell nach. Bitte nicht den Gedanken verlieren. Weiter konzentrieren. Weiter konzentrieren, Frau Langmann. Ja gut. Vielleicht liegt es ja auch an Frau Langmark, wer weiß, wie sie gedacht hat. Frau Langmark, lassen Sie ruhig. Würden Sie bitte sagen, an woran Sie gedacht haben, Frau Langmark? An einen Baum. An einen Baum. Das ist das, was Marion empfangen hat. Oh, nee, das kann ich auch nicht sagen.